Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Eine Frau möchte in der Tierhandlung einen Papagei kaufen. Nachdem aber die gezeigten Vögel zu teuer sind, fragt sie, ob es nicht etwas günstigeres gibt. Der Verkäufer bietet ihr einen günstigeren für 10 Euro an. Die Frau möchte wissen, wo der Haken ist. Der Verkäufer meinte, dass der Papagei vorher in einem Bordell war und seine Sprache etwas vulgär sein könnte. Ach, so schlimm ist das ja nicht, denkt sich die Frau und kauft sich den Vogel. Als sie mit ihm zu Hause ankam, krächzte der Papagei schon. Neues Zuhause, neues Puff. Die Frau dachte, naja, wenn es nichts Schlimmeres ist. Dann kamen irgendwann die Töchter nach Hause. Der Papagei, neues Puff, neue Nutten. Auch das akzeptierte die Frau noch gerade so. Abends kam der Mann nach Hause und der Papagei krächzte, hallo Thomas. Ich, bitte lass mich schlafen. Hirn. Wer gewinnt das Schachspiel? Der Hellseher oder der Gedankenleser? Nach dem 8. Landeversuch an der Passagiermaschine in meinem Garten werde ich wohl die Weihnachtsbeleuchtung etwas reduzieren müssen. Trump setzt auf saubere Kohle. Demnächst auch wieder hip, gesunde Zigaretten rauchen, Bio-Atomkraftwerke und therapeutischer Feinstaub. Ich bin ein toller Ehemann. Wir sind nicht verheiratet. Aber 9 Jahre ein Paar. 7. Ach, nimm's mir nicht so übel, Tina. Steffi! Gerade bei Rewe Avocado und Knäckebrot gekauft. Auf dem Rückweg ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt kein Instagram habe. Ich habe an einer sehr ungünstigen Stelle einen Pilz bekommen, wenn sich Mario Kart-Fahrer unterhalten. Die drei beliebtesten Fabelwesen. Erstens Einhörner, zweitens Drachen, drittens zuverlässige Referatsgruppenmitglieder. Die Snooze-Taste wurde erfunden, damit man den schlimmsten Moment des Tages 8-mal erleben kann. Nichts ist schöner, als endlich den BH auszuziehen. Ich denke, ich spreche dafür beide Geschlechter. Tochter? Warum heiße ich Feder? Bei deiner Geburt fiel dir eine Feder auf den Kopf. Sohn? Klappe Backstein. Wie sind die CDU? Wenn ihr Kanzlerwünsche habt, ruft sie einfach. Dieselbe Kanzlerin nochmal! Alles klar, dieselbe Kanzlerin nochmal und los! Guter Weg, um Brutto und Netto auseinanderzuhalten. Brutto, brutal viel. Netto, nicht so viel. Übertrieben lange und künstliche Fingernägel finde ich total toll bei Frauen. Kein Mann, jemals. Heute sagt mir mein Freund, dass ich nicht wüsste, was Ironie sei. Das Ironische daran war, dass wir gerade am Bahnhof standen. Die SPD meint, Merkel ist nicht mehr unschlagbar. Das ist der FC Bayern auch nicht mehr, aber was hilft das dem HSV? Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.